Meine lieben Freunde, heute am 10.07. ist der offizielle Release von F1 2020 und ich kann euch nur so viel sagen, ich habe bereits schon 4 unfassbare Tage mit diesem Spiel gehabt, dank des Vorabzugangs der Schumacher Edition. Es ist ein fantastisches Spiel geworden und wenn ihr euch das Spiel selber holen wollt, ist jetzt die Möglichkeit für nur 32 Euro das Ganze bei meinem Partner Instant Gaming zu holen. Damit unterstützt ihr mich auch, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, aber viel wichtiger das heutige Video, da ich schon eben 4 Tage Vorabzugang hatte, habe ich bereits eine komplette Saison im MyTeam-Modus hinter mir und ich kann nur sagen, es ist die unglaublichste Saison, die man nur irgendwie hätte erleben können. Nein, no joke jetzt, das hier ist kein Clickbait, das ist das Unfassbarste, was ihr jemals im Motorsport gesehen habt. Und wenn nicht, dann prove me fucking wrong. Denn dieses Meisterschaftsfinale, das ihr jetzt gleich hier in eurer Zusammenfassung seht, ist unglaublich. Ladies and Gentlemen, genießt es, wie ich als Michael Schumacher versuche, gegen Mercedes, Bottas und Hamilton irgendwie die Meisterschaft zu gewinnen. Die Ausgangssituation ist schlecht bis gut. Es ist einfach nur unglaublich. Lasst euch die letzte halbe Stunde dieser Meisterschaft auf der Zunge zergehen. Skippt nicht. Ich verspreche euch, lehnt euch zurück, guckt das Video einfach durch. Was Spannenderes im Motorsport habt ihr noch nicht erlebt. Viel Spaß. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Und da macht er den Max Verstappen aus dem Jahr 2016 und fährt das beste und fehlerfreiste Regenrennen seines Lebens. Sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Das war ein interessanter Grand Prix, so viel steht fest. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes. Ricciardo ist einfach an Bottas vorbei. Was für ein Teufelskerl. Leistung des gesamten Teams. Bottas Road in Brazil. Das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ladies and Gentlemen, Lewis Hamilton übernimmt zum allerersten Mal in dieser Saison nach 21 Rennen zum ersten Mal die Führung. Bottas wegen seiner grauenvollen Leistung in Brasilien von 1 auf 3. Gute Nacht, Seth Rollins. Und Hamilton jetzt ein Punkt Unterschied. Okay, gewinnt Bottas. Also ist egal, also wer vor jemanden ist, der gewinnt. Nee, ich kann nicht nur vor Hamilton ins Ziel kommen, ich muss auch vor Bottas ins Ziel kommen. Wer gewinnt, spielt keine Rolle. Es muss nur einer von den dreien der Erste sein. Also wenn Hamilton Zweiter wird und ich Dritter, Vierter, das ist... Oder sagen wir mal, wenn ich Vierter werde, Bottas Fünfter und Hamilton Sechster, spielt alles keine Rolle. Aber einer von den drei muss vor den anderen sein. Dann hätte ja das Traumszenario tatsächlich passieren können, aber dann hätte Bottas halt Leistung bringen müssen, ne? Hamilton Vierter, ich Dritter mit schnellster Runde, Bottas gewinnt, dann Punktgleichstand. Uff. Eine gute Frage, ob ich bei Punktgleichheit den Titel gewinnen würde. Ich glaube, ich hatte weniger erste Plätze als Bottas. Bottas hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nevermind. Und Hamilton hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ich habe tatsächlich die meisten gewonnen. Crazy.
Bottas Sieg plus schnellste Runde und ich Zweiter. Punkt und Sieggleichheit? Ne, das haut nicht hin. Er ist 9. Ne, stimmt, das haut hin. Oh, lol, als ob. Das haut er da wirklich hin, weil ich bin ja 8 Punkte vorne. Ich bin 8 Punkte vorne, dann hätte Bottas 7 Rennen gewonnen und ich 7 Rennen gewonnen. Wenn Bottas die schnell... Was ist dann? Wer dann die zweitmeisten Plätze geholt hat, was ist denn dann? Dann zählen zweite Plätze. Okay, ich hab ein. Das war's dann wohl. Ich hatte einen einzigen zweiten Platz. Und das war in Australien. Bottas hat nämlich gleich 4, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Jo, der hat 4. Sind wir uns einfach einig, dass ich gewinne? Boah, das wäre so krass. Stell dir mal vor, du wärst nicht Weltmeister, weil du weniger zweite Plätze hattest. Oh mein Gott. Eigentlich wäre es sogar besser gewesen, wenn Regen gewesen wäre. Wisst ihr auch warum? Weil dann Hamilton und Co. nicht mit DRS vorbeiziehen können. Und die können hier mit DRS, in dieser Gerade mit DRS, bin ich im Arsch. Bin ich im Arsch. Wie soll ich das jemals schaffen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wegen DRS und dem schlechteren Auto die Meisterschaft nicht holen werde. Wie soll ich das verhindern? Ja, also ich denke, das Einzige, was mir hier gefährlich werden kann, ist die Gerade. Wenn sie bei der Gerade das DRS richtig nutzen und vorbeifahren, ist halt over. Weil aufholen kann ich nicht. Also ich darf zu keinem Zeitpunkt die Führung abgeben. Sobald ich die Führung einmal abgebe, ist es over, weil ich kann rein von der Kraft des Wagens, da kann ich es nicht schaffen. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Schumacher, Hamilton und Valtteri Bottas. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Drei Leute können Meister werden. Willkommen auf dem Yas Marina Circuit, dem Schlusspunkt einer weiteren spannenden Saison der Formel 1. Wir lassen dieses atemberaubende Jahr auf einer Strecke ausklingen, die in ihrer kurzen Geschichte schon viel Ruhm und Kummer gesehen hat. Es ist Zeit, die Saison mit Stil abzuschließen. Es ist Zeit für den Abu Dhabi Grand Prix. Die Fahrer erwartet heute auf dem Yas Marina Circuit eine runde Länge von 5,4 Kilometern mit 21 Kurven. Es gibt ein paar Überholmöglichkeiten, darunter zwei lange Geraden und DRS-Zonen vor den Kurven 8 und 11. Wir werden uns also auf knappe Abstände, viel Geschwindigkeit und vor allem viel Spannung freuen dürfen. Zum letzten Mal in diesem Jahr sitze ich mit Stefan Römer in der Kommentatorenbox. Ja, die Winterpause steht wieder vor der Tür und viele der Teams sind im Gedanken schon bei der nächsten Saison. Aber wir sind hier noch nicht ganz fertig. Es gibt immer noch Meisterschaftsplätze, die noch nicht entschieden sind und einen großen Unterschied machen können, was das Preisgeld angeht. Das heißt, niemand wird hier vorzeitig den Fuß vom Gas nehmen. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Schumacher steht auf der Pole Position und daneben steht Lewis Hamilton. Im Rest der Startaufstellung haben wir Bottas, Leclerc, Sebastian Vettel und Ricardo, Perez, Albon, Sainz Jr. und Lando Norris, Stroll, Ocon, Kevin Magnussen und Raikkonen, Gasly, Giovinazzi, Romain Grosjean und Max Verstappen. Rip Verstappen. Schumacher, Russell, Latifi und Dani Quert komplettiert die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Wir haben immer noch Chancen auf den Fahrertitel. Es geht jetzt um alles. Leg dich ins Zeug und werde Weltmeister.
Alles klar, soweit so gut. Oh, Bottas hat Hamilton überholt. Hamilton ist nur noch Vierter. Das heißt, Bottas kann jetzt gewinnen. Hamilton throat. Oh mein Gott, selbst wenn Bottas mich jetzt mit DRS überholt. Oh mein Gott. Holy, was ist mit Hamilton passiert? Gott. Oh mein Gott. Alter, mir geht die Pumpe, ne? Es sind 16 Stunden Playtime, 2 Tage. Da willst du halt die Meisterschaft auch holen, ne? Bin über 1 vorne. Bottas kann DRS, könnte DRS, ist jetzt eh noch nicht, aber könnte noch nicht mal anmachen. Das muss ich jetzt mitnehmen. Den Vorsprung muss ich mitnehmen in die DRS-Zone. Alter, Throat der Hamilton, wirklich. Das hat aufgeholt. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3/10 zurück. Boah, das ist aber gleich in der DRS-Zone und kann sie nutzen. Jetzt habe ich wieder über eine Sekunde. Come on! Come on! Ja! Komm! Er kann die jetzt nicht nutzen! Let's go! Zwei Runden.
Bottas hat's geschafft, ist in der DRS-Zone. Diesmal hat er's. Und er zieht an. Und er schafft's. Und er zieht an. Und er zieht an. Ich kotze gleich vor Spannung. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Bottas wird DRS aktivieren können wieder. Letzte Runde. Letzte fucking Runde. Letzte Minute dieser Meisterschaft. Bottas macht Druck. Bottas macht Druck. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, nein. Bottas, nein. Nein. Okay. Darf nur nicht Leclerc an mir vorbei. Leclerc darf nicht an mir vorbei. No matter what, Leclerc darf nicht an mir vorbei. Fantastischer Job. Du hast es auf das Podium geschafft. Super gefahren. Du warst unglaublich schnell. Das freut mich unheimlich. Das war's. Mit diesem Sieg endet eine weitere fantastische Formel-1-Saison. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abliefern? Unfassbar, dass er noch die schnellste Runde fährt. Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Nach der heutigen Leistung sichert sich Valtteri Bottas die Führung in der Meisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ohne Frage Valtteri Bottas. Er hat eine souveräne Leistung gezeigt, dass das Publikum für den Großteil des Rennens gefesselt hat. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.